And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time, we went to the Musée Grün in order to meet Lobineau, who was not there, unfortunately, but we still learned something new. We learned that the tripod, which was mentioned in the manuscript of Khan, is actually the same as the one. So the Musée de Grün has the same tripod. It's a tripod which looks exactly the same like the one in the manuscript. And the tripod in the museum was found in Ireland at the archaeology site, which revealed some artifacts of the Knights of the Templars. So we now have the chance to go to Ireland. But I think before we do that, we should actually revisit some other places first. For instance, the Café de la Chandelle. We might actually want to give back this tool to ein the man. Metallstab mit einem Griff am einen und einer kurzen Querstrebe am anderen Ende. Yeah, we might want to give back this tool to his owner. Hi. Sie sind doch der Typ, der mir den Tipp gegeben hat, eh? Hä? Das Rennpferd, Salah Eddin. Oh ja, aber... Ich habe jeden Franc, den ich besitze, auf das Pferd gesetzt. Hören Sie, ich... Meine ganzen Ersparnisse, die Miete für den nächsten Monat, alles. Oh oh. Oh mein Gott. Sie hat mit 3 Längen Vorsprung gewonnen. Ich bin reich! Tja, ich bin eben St. George, der Schutzpatron der Spieler. Wieso sind Sie denn dann noch hier? Oh, mich wird der neue Reichtum nicht verändern, mich nicht. Ich hab dieses Loch gekauft mit allem drum und dran. Jetzt kann ich kommen und gehen, wie ich will. Keine Stechuhr mehr oder knallenge Terminpläne. Kein Vorarbeiter, der mir im Nacken sitzt. Durch sie habe ich das Paradies auf Erden gefunden. Da wird einem doch echt warm ums Herz. Was wollen Sie denn diesmal? Ich hab mir dieses Werkzeug ausgeliehen, während Sie weg waren. Behalten Sie's. Ich kann mir jetzt ein komplett neues Set leisten. Hm. So apparently Paradise is a hole in the ground. Interesting. And I also find it quite funny how they are also coming up with various ways, various creative ways why, for instance, he doesn't want your tool back. Or, yeah. So the cafe has been boarded up. Which is understandable. I think there's not... Yeah. Nothing else here to do. So in fact, I think... We should probably go to the airport. Let's go to the airport. Let's go to Ireland. Well, maybe we would, well, naturally, we would want to inform Nicole first, I would suppose. Let us go and talk to her. Yeah, I could have called her also, but, well, let's talk to her in person. Hallo, George. Ich habe das Dreibein gefunden. Wo? Im Museum. Es gehörte den Templern. Es wurde in Irland ausgegraben, in Loch Marne. Ich habe von Loch Marne gehört. Ich habe einen Artikel über das Schloss gelesen. Sie selbst. Ein populäres Klatschmagazin. Liest du so einen Schund? Nein, ich schreibe dafür. Professor Nigel Pegram gräbt das mittelalterliche Schloss in Loch Marne aus. Das ist merkwürdig. Was? Er trat von seinem Lehrstuhl in Durham zurück, um sich ganz der Ausgrabung zu widmen.
Nicht nur das, er sagte die Dreharbeiten für den vierten Teil seiner populären Fernsehserie ab. Die Ausgrabungsstätte in Loch Marn muss für ihn unheimlich wichtig sein. Er ist ein Professor für Geschichte, die sind alle durchgedreht. Trotzdem, ich möchte mit diesem Professor Pegram reden. Was hältst du von einem Ausflug nach Irland? Könnte mir gefallen. Hä? Aber ich kann nicht. Ich möchte den Fall Bilotta weiterverfolgen. Wenn du wirklich glaubst, der Edelstein von Pegram sei wichtig, warum fährst du dann nicht nach Loch Marn? Alleine? Ich weiß nicht. Wo genau liegt Irland? Was weißt du über Professor Pegram? Ich habe seine Fernsehserie gesehen, Pegrams Vergangenheit. Er hat auch ein Buch geschrieben, Die Kreuzritterfamilien von Irland. Ich wette, er interessiert sich für die Handschrift. I think he will. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. There's a new item here, the tripod. Das ist das Dreibein aus dem Museum von Croon. But apart from that, we have no business with this map. Let's go. Bis bald. Okay, halt mich auf dem Laufenden. Yeah. We could have actually gone to Ireland without consulting Nicole first, but then we wouldn't have got this information about Professor Pegram. So it was good that we did. Let us finally leave. Still knitting on the same pair of socks. Aeroport. L'aeroport. Let us visit Loch Marn. Etliche Stunden später komme ich endlich in Irland an, auf der grünen Insel. Es ist reines Glück, dass ich einen Bus erwische, der von Dublin in das kleine Dorf Loch Marn fährt. Auf dem Weg erzählt der Fahrer, dass es pro Tag nur einen Bus daraus gibt. Let us have a look at the menu of this establishment. Let us try to open this grate. Because it's a video game, and why not? Ich ziehe an der Falltür, aber sie ist von innen verschlossen. Can we look inside? No, we can't. Let us have a chat with this young chap here. Hallo da drüben. Was? Wie heißt du, Kleiner? Wen nennen Sie hier Kleiner? Wer zum Teufel sind Sie? Yeah. Another case where I actually would prefer to play the English version. Maybe should have played the English version. But you can't have both, okay. I'm an American tourist. I'm actually Inspektor Rosso. Rosso steht in diesem Pass. Mörder werden leichenblass. Sind Sie ein Polizist? Sagen wir einfach, ich suche hier nach der Wahrheit. Cool, genau wie eine Glotze. Lass den Quatsch und sag mir deinen Namen. Liam McGuire. Und warum hängst du hier in der Bar rum, McGuire? Ich bin auf der Flucht, vor meinen Alten. Warum? Hast du irgendwas ausgefressen? Ey, Mann, ich hab nichts gemacht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben, Kleiner. Ist es dein Vater? Naja, wissen Sie, er trinkt. Sogar den letzten Penny schüttet er sich noch in seinen verdammten Hals. Und dann ist da noch meine alte Mutter. Liegt im Bett, todkrank. Ich hab versucht, Medizin für sie zu kaufen. Hab für Pater Mahoney Feuerholz gehackt, bis meine Finger geblutet haben. Der alte Geizhals hat mich auch noch betrogen. Aber ich hab die Pennys, die er mir gegeben hat, nach Hause gebracht. Ey, Mama, hab ich gesagt. Guck doch mal, was dein Kleiner mit richtig ehrlicher Arbeit verdient hat. Und da plötzlich taucht mein Alter auf und krapscht sich die Kohle. Ich geh nach Dublin, sauf mir einen an, sagt er. Pass bloß auf, wenn ich zurückkomme. Und da bin ich abgehauen.
Irgendwie sagt mir das Grinsen auf seinem Gesicht, dass das wohl nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Im Vergleich zu ihm war Huckleberry Finn das reinste Unschuldsengelchen. Do we know a Professor Pegram? Kennst du jemanden, der Pegram heißt? Können Sie ihn beschreiben? So wie die Bullen in den Fernsehserien? Der Mann ist ein englischer Archäologe. Na klar kenne ich den Mann, den Sie meinen. Do you? Kannst du mir sagen, wo ich Pegram finde? Nö, kann ich nicht, weil er jetzt nicht hier ist. Aber wenn ich ihn sehe, frag ich ihn. Weißt du, was Pegram im Schloss gemacht hat? Nach vergrabenen Schätzen gebuddelt. Edelsteine und Gold und Skelette. Genau wie im Film. Weißt du etwas über Pegrams Ausgrabung? Der wollte mich doch nicht mal in die Nähe lassen. Hab ihm angeboten zu helfen, aber er hat mich weggescheucht. Was soll's? Ich wollte sein stinkiges altes Loch sowieso nicht sehen. Another innuendo. Arbeitet jemand aus dem Dorf an der Ausgrabung? Pegram hat ein paar Studenten und Penner mitgebracht. Dachte, es weiß keiner in Loch Marne, wonach er suchen sollte. Der einzige Typ von hier, der für ihn malocht hat, ist Sean Fitzgerald. Wie sieht dieser Fitzgerald eigentlich aus? Großer Kopf, große Ohren und Flaschenböden. Was? Na, Sie wissen schon. Dicke Brillengläser. Er ist blind wie ein Maulwurf ohne die Dinger. I really wished now I would have played the English version. Just to hear this Irish accent. Was kannst du mir über das Schloss erzählen, McQuire? Was wollen Sie wissen? Naja, kann ich da reinkommen? Nee, das Ding ist abgeschlossen. Wohnt da jemand? Nee. Nur... Was? Ach, nix. You're not talking about ghosts, do you? Du weißt doch was über das Schloss, was du mir nicht sagst, hä? Nö. Was ist da los? Gibt's da was, wovor du Angst hast? Ich habe ja überhaupt nichts Angst. Are you absolutely sure? Ich gebe dir noch eine letzte Chance, mir was über das Schloss zu erzählen. Ach ja? Und wenn ich nichts sage? Dann bringe ich dich in die Schule zurück. Oh. Da gibt's ein Gespenst. Aha. Wir nennen es das Phantom von Loch Marne. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du an Gespenster glaubst, hä? Mister, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Dienstagnacht bin ich hingeschlichen. Wollte mir mal ansehen, was die ganze Graberei sollte. Gerade als ich oben an der Mauer bin, höre ich dieses abgefahren gruselige Geräusch. Was für ein Geräusch? So ein ekelhaftes Schnaufen und Schnüffeln. Wie das Schwein von O'Brien, nur schlimmer. Kam aus dem Schloss. That's a bit odd. Hast du herausgekriegt, wer dieses Geräusch im Schloss gemacht hat? Noch was? Ich war da auf der Mauer wie festgefroren. Es war so hell wie unter Rosie O'Hallahans Rock. Der Hof war voll mit Schatten, in denen sich alles Mögliche verstecken konnte. Ich wäre ja nach Hause gegangen, aber meine Beine wollten einfach nicht. Perhaps it was just a pig? Hast du das Gespenst gesehen? Na und ob, Mann! War das gruselig. Ich saß da also auf meinem Hintern rum und hab gewartet, bis der Mond unterging. Und da ist es dann aus dem Schatten rausgekommen. Ganz grau und zerlumpt und verkrüppelt wie eine alte Weide. Dann höre ich dieses Rumtapsen und Platschen und einen grauenhaften Schrei im Dunkeln. Ich hab mich dermaßen erschreckt, bin doch glatt von der verdammten Mauer runtergedonnert. Ich bin sicher, dass es eine vernünftige Erklärung für das gibt, was du gesehen hast. Natürlich gibt's sie. In dem verdammten Ding spukt's. That's a strange story. Ist dir ein Typ aufgefallen, der wie ein Clown ausgesehen hat? Hier in Loch Marne? Hier sehen doch alle wie Clowns aus. Der Mann, den ich suche, ist ein gefährlicher Psychopath. Kerl! Genau wie in dem Film, den ich gesehen hab. Da ist dieser Clown, wissen Sie? Also der ist hinter einem Kid her, das da gesehen hat, wie er einen Typen umgelegt hat. Er versucht, den Sheriff zu warnen, aber keiner glaubt ihm. Und dann, wo er in der Badewanne liegt, kommt der Clown und zerlegt ihn mit einer Kettensäge. Mein Gott, hört sich nicht so an, als ob das schon das Richtige für dich wäre. Was bilden Sie sich eigentlich ein, ey? Ich bin 25. Oh. Blödsinn, du bist nicht älter als 14. Oh nein, 25 bin ich, jawohl. Verheiratet, hab ein Auto und 3 Kinder. 10 Kinder, wenn man die von meiner Frau mit dazu zählt. Hast du schon mal jemand gesehen, der sowas getragen hat? Das gehört dem Killer-Clown, den Sie suchen.
Scharf erkannt. Kann ich sie haben? Sorry, muss ich als Beweisstück behalten. Da sollten Sie mal ein paar Tests mitmachen lassen, Mister. Dann könnten Sie einen Mörder mit seinem Rotz überführen. Danke, nein. Hast du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbolzen. Nö, nie gesehen. No, I never seen him. Schau dir das hier mal an, McQuire. Ist eine Art Ausweis. Was ist damit? Hast du jemals was von Thomas Moirlin gehört? Oder Grüber Electronic? Nö. Was meinst du wohl, wozu kann man das Werkzeug hier benutzen? Abflüsse aufhebeln. Genau das. Und woher weißt du das? Arbeitspraktikum an der Schule. Hatte die Wahl zwischen runter in eine Kanalisation oder rauf durch einen Schornstein. Du machst Witze. Kennst du das Streichholzbriefchen, McQuire? Nö, nie im Leben gesehen. No, I never seen it before in my life. In my life. Gib mir deine Hand. Was denn jetzt los? Ach, hab dich doch nicht so. Ich will dir doch nur eine kleine Nummer zeigen. Kommt nicht in Frage. Ich schieb keine Nummern. Pater Mahoney hat gesagt, dass ich sonst in der Hölle komme. Ich will dir doch nur die Hand schütteln, das ist alles. Von mir aus. Volltreffer. Gut, eh? Hab überhaupt nichts gemerkt. The first character that we can electroshock in such a disappointment. Sagt dir das Taschentuch was? Bis später dann. Okay, Mister. Okay, and when we'll come back, folks, we'll probably try to look for that Mr. Fitzgerald and talk to the lovely people of Lochmann. So until next time, folks, until then.